Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Wir sind hier an der Aknot angekommen. Einem Schiff. Betreten das jetzt und sollen dieses Magie-Ding suchen und uns hier mit Patira treffen. Ich weiß nicht, wie gefährlich das ist. Ich höre auf jeden Fall wieder einiges. Oh. Hallo. Ja, könnt... Hallo? Sag mal... Okay. Guck mal, hier mache ich wieder normalen Schaden. Guckt euch die letzte Folge an, wenn ihr wissen wollt, was ich meine. So. Eieieiei. Das schaffe ich aber. Das habe ich geschafft. Frostelementar. Ich komme mir so vor, als würde ich die ganze Zeit geduckt laufen, aber ich glaube, das kommt einfach nur, weil hier alles schief ist. Sternlingsstreitaxt. Okay. Oh, hallo. Was haben wir denn hier? Es geht halt, ist halt schon viel hier, ne? Es sieht auch gut aus. Wie heißen denn diese Dinge nochmal aus Skyrim, diese Maschinen? Ich weiß es nicht. Okay, aua. Jawohl. Eieiei. Ich muss noch lernen, wie stark die sind, glaube ich, diese Maschinen. Nenne ich sie mal erstmal. Sternlinge heißen sie ja, aber für mich sind es erstmal Maschinen. Ich kann das noch nicht einschätzen. Und wie viele halt auch jeweils davon kommen. So. Wow! Ein Centurio! Bist du stark? Ja, also stärker als die... Eieieiei. Okay. Ich darf nicht so einen kräftigen Schlag abbekommen. Das ist anscheinend fatal. Wow! Okay. Alter, übertreibt mal wieder hier. Balancing, General Balancing, was ist das denn? Hast du das jemals gehört in dem Spiel? Alter. Also das, glaube ich, haben die echt nicht gelernt, Balancing. Das können sie einfach nicht. Oh.
Aber das Gute ist, dass diese Centauri, es dürfte der passende Plural sein, ziemlich langsam sind. Das heißt, flüchten wird immer kein Problem sein. So. Ein alter Dynamo. Seelenstein. Okay. Sagte diese Pantera nicht, dass sie ein paar der Fallen, naja, ich sag mal, beseitigen wollte? Aber merke ich jetzt noch nicht so viel von. Cockpit. Okay. Also ich finde es ja, diese Maschinen sind ja immer geil. Wer heißen denn Zwergen? Zwergenstadt irgendwie. Dwemer, so heißen die, glaube ich, in Skyrim. Wenn ich mich nicht täusche. Dwemer dürften es sein. Also eben merken, diese Spinnen sind gefährlich in der Vielzahl, aber auch relativ machbare Gegner. Die Zentauren sind sehr gefährlich, aber langsam. Dadurch sollten die bekämpfbar sein. Eigentlich. In den meisten Fällen, selbst in so einer, ich sag mal, wie hier ungünstigen Area, sollte man die bekämpfen können. Okay. Oh. Aha. Oh. Oh. Eieieiei. Ich muss einen Trank trinken. Ey! Ei. Oh Gott! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ganz schlecht. Ha. Geil. Das Schlimme ist, dass sie Schaden machen, wenn sie explodieren. So. Das heißt, selbst wenn ich mit den letzten, ich werde sterben. Ich muss mich heilen irgendwie. Kartoffeln, und Krustenbrot. Okay, das andere ist. Ich mag Bögen ja, ne? Manchmal. Ey. Oh. Ja, den anderen schaffe ich. Anderen schaffe ich jetzt auch noch. Okay, so viel Schaden machen die einem jetzt dann doch nicht. Irgendwie, ich habe das versucht mal zu beobachten. Nee, irgendwie machen die einfach nicht so viel Schaden. Was schade ist, dass die alle nichts bei sich tragen. Außer jetzt dieser eine Centurio, aber. Es ist ja jetzt eher mehr so. Hallo?
Danke. Das war ja jetzt eher so, ist wahrscheinlich nicht der Standard gegen, also ich hoffe es. Aber wenn es so ist wie jetzt, ist ein angenehmes Schwierigkeitslevel. Ich habe keinen Schlüssel oder so. Ich brauche einen Schlüssel. Kann ich nicht irgendwie ein Magierlicht? Hier. Das Ding müsste ich eigentlich auch viel öfters nutzen. Es ist ja schon in Skyrim immer Gold wert, dieses Ding. So. Ich brauche einen Schlüssel. Das hier kann ich nicht. Um Gottes Willen. Schwert beschwören. Oh. Ah. Interessant. Übrigens, ich habe das irgendwie mal langsam verstanden. Diese Zauber zum Beispiel fügen mir keinen extra Schaden hinzu. Oh nein, nicht diese rollenden Dinger. Ich habe sie in Skyrim schon gehasst. Erstmal die Lage checken. So. Wächter heißen die hier, okay. Machbar, machbar. Oh, 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 oh. Gefährlich, gefährlich. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber know your area, know your area. Oh nein. Okay. Okay. Ja, ich muss einen Trank trinken, sonst überlebe ich das nicht. Ist auf 30%. Naja, Ambrosia habe ich ja dabei. Ja, schade, dass ich nicht mit gezogenem starte. Oh, oh. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll manchmal. Was ist das denn? Diese ganzen Spinnen, werden die wiederbelebt? Ei. Okay. Es ist mal wieder... Okay, da, also mit diesen Wächtern ist es ein bisschen zu OP wiederum. Warum? Es war so gut, Enderal. Und jetzt habt ihr es verkackt. Warum macht ihr sowas? Sorry, warum? Es ist nicht notwendig gewesen. Man hätte es ohne. Oder mit Schwächeren. Aber nein, ihr müsst es verkacken. Extra. Es ist so ein Abfuck. Dass ihr kein Balancing könnt. So ein elender Abfuck. Oh.
Nee, hier war das auch nicht. Das war im nächsten Raum, glaube ich. Hä? Doch hier? So. Hä? So. Das haben wir. Weiter geht's. So. Eieieiei. Muss was essen, was essen, was essen, was essen. Gesundheit voll machen. Guck mal, ich habe sogar einen Erinnerungspunkt, den ich einsetzen könnte. Meine Rüstung habe ich aber alles an, ne? Alter Blick des Rattenfängers. Hier vor allem das hier, Hülle der Gefallenen. Ja, habe ich an. Wäre auch sinnvoll mal. Ich meine, ich habe jetzt genügend Geld. Ich kann mir Ambrosia kaufen, wie ich will. Das ist jetzt nicht das große Problem. Das Problem ist eher, dass es wer ja haben muss. Stehst du? So. Die Wächter haben auch nichts. Das ist unfassbar. Mächtiger Seelenstein, okay. Okay. So, machbar, machbar, machbar. Durchaus machbar. Also ohne Probleme sogar eher, aber man muss ja, ne? Ich sehe hier drei Rollen wieder mal. Und ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Okay, und drauf. Also die sind machbar, die Gegner. Es ist nicht, dass die unmöglich sind. So, ich muss mal wieder gerade meine Gesundheit abwarten. Und weißt du, was perfekt ist, dass der meinen zweiten, die zweite Tür eröffnet hat? Ich gehe schon mal mit dem Bogen. Habe ich vielleicht irgendwie einen anderen Schrei oder so, den ich nutzen kann? Blendet eure Gegner, um wieder in Deckung zu gehen. Blende sind nicht angreifbar. Schaden, das ist ja nicht sinnvoll. Bewegt euch kurzfristig erheblich leiser und er hat seine 7%ige Chance auf kritische Treffer. Ne, dann lieber das hier. Ich sehe da diese Kugel.
Nein. So. So. So, und das nächste. Schreien und drauf. Oh oh. Okay. Gut, ich heile mich gerade wieder hoch. Eieiei. Ich dachte gerade, es wäre eine Hauptquest, ist es ja gar nicht. Irgendwie musste ich gerade kurz nachdenken. Und da ist er wieder. So, ich muss ja gar nicht mehr langsam gehen. So. Na. So. Perfekt. Oh, eine Truhe. Massive Truhe. Experte. Hm. Eieieiei. Scheiße. Aber ich glaube, das ist was Gutes drin halt. Nein. Aha. So, wie viel habe ich verbraucht? Alter, hier sind viele Stäbe drin. Pläne, nicht Stäbe. Was ich gerade mal nutzen kann, vielleicht sind die ja gut. Feuerball, magischer Schild, aber ich alles noch nicht. Alter, okay. Was ich da. Okay, das ist noch die letzte Sache, die ich mache, bevor ich jetzt die Folge beende. Erhöht Rüstungswert um 80. 240 Sekunden. 95 für 300 Sekunden. Leben entdecken ist das andere da, magischer Schild. Reduziert Rüstungswert und reduziert erlittenen Schaden um 78 Punkte. Okay. Paralysieren. Das Ziel wird zu 3 Sekunden gelähmt. Wasseratmung. Okay, das kennt man ja. Erzürnen. Das sind Sachen, die ich nicht brauche. Hier zumindest nicht. Gut, das nutze ich nicht. Das ist mir. Da ist falsch. So, diese Dinger sind auch eigentlich immer besser. Schlammelementar rufen. Mystische Schwerterbögen. Gut, die brauche ich jetzt nicht. Blitzheilung, das ist mit Arkanistenfieber. Ich sehe 3 Punkte vom Kanor feindlich Gesinnter, okay. Magiewiderstehen, Schutzzirkel. Ja. So, also sind schon gute Sachen dabei, ne? Vor allem hier dieses Götterschild und so. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss!